Yo, moin Leute, generell und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, der Herr der Ringe Online mit dem lieben Glabarin Eisenbart. Ja, hallo meine lieben Hobbitsmenschen, Elben und Zwerge und Tuno Splitterfell. Ja, in den einsamen Landen. Richtig, wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Hier beim Ickline-Lager. Und wir haben ein paar neue Aufgaben bekommen. Und dafür machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg. Richtig. Wir müssen Halbochs töten, Luchsfleisch und Luchsfelle sammeln, Relikte und Hontimurz und dessen Wächter besiegen. Und das ist ja alles in einem Gebiet, von daher optimal. Richtig. So, und ab hier oben, ab dem Hügel, da wo wir hin müssen, da oben, da wo der Baum steht, da fängt auch endlich hochwertiges Eisen und Gold an. Genau, das hat im vorletzten Part, glaube ich, schon gesagt. Gut, die Hardbox brauchen wir hier eigentlich noch gar nicht mal Nee, aber die mitnehmen. Luchse, die hier gleich kommen, da. So wie den da. Genau, die Luchse. Weil die sind. Oh, und da ist ein Krabbein. Krähenbeine sind immer gut. Ich auch so. Hier kommt ja auch gleich das Krabbein-Nest, so wenn ich mich. Ja. Also wir sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Es ist gleich links Ja, von meine ich uns. nämlich auch. Ne, geradeaus. Ja, und dann links. Es ist hier in so einer Bucht drin. Ne, das ist das Waglager. Nee, das ist rechts. Nee, links. Rechts ist aber Ja. das. Rechts ist das Ja, Kribbeln. genau, hier vorne, da, wo die Mauer steht. Sexy Mauer. Genau da. Sag, Leute, ich komme nicht mehr dran. Die fallen um. Da unten ist noch ein Luchs. Ja, den wollen wir auf jeden Fall. Daneben ist noch einer. Ist nach vorne. Hamon Binse. Okay. Weg mit dir. Glaube ich, Er sagt weg mit weiß dir. ich gar nicht. Ist das ein Klasseneigenschaftsmensch? Also so ein Klassen. Nee. Maschinen? Kann Ja. gut sein. Oh, hier, Krähenbeinnest. Dich. Auseinandernehmen? Klar. Jeder Kribbeln zählt. Okay, warte, dann laufe ich mal eben kurz durch. Dann bringe ich mal ein paar mit. Ist gut. Kümmere dich nicht, lauf weiter. Wir sind nicht wirklich. Ja, mehr gibt es hier, glaube ich, schon wieder fast gar nicht mehr. Ja. Und das Essen, woran wird vorbeilaufen? Gold. Awesome! Gold! Direkt mitnehmen. Klar. Gold ist eine super Wertanlage. Oh, das ist wahr. Jawohl! Level up, GZ. Dankeschön. Und eine neue Attacke, die ich noch gar nicht kenne. Lol. Ins Wanken bringen. Ein Angriff, der euren Gegner beeinträchtigt, wenn ihr einen kritischen Treffer landet oder ihn von hinten angreift. Minus 25% Bewegungsgeschwindigkeit, plus 25% Angriffsdauer. Lol. Mir fehlen noch 6 EP für Level Up, Lol. ey. Okay, probiere ich gleich mal aus. Tu Ins das. Wanken bringen, habe ich noch nie gesehen. Na, komm, der Kribbein bringt mir jetzt Level 28. GZ. Danke. Dissonante Hymne des dritten Zeitalters. Hymne erhöht den Schaden eurer Ruffertigkeiten. Es müssen drei Balladenstrecken auf der Bahn wirken, klar. Ändert Coda erneut den Ruf des zweiten Zeitalters. Fügt eurem Rufschaden plus 10% Schaden zu. Pack ich ihn halt mal hin. Das Problem habe ich auch momentan so ein bisschen. Waage. Genau, hier ist so ein kleines Waglager, wo man sich Genau. mal so gut durchkämpfen kann. Das gab es früher übrigens auch nicht. Richtig. So, ins Wanken bringen, ey, und jetzt zack. Ihr bleibt alle schön bei Papa.
Der Hobbit ist uninteressant. Ich bin wichtig. So. An mir ist viel mehr dran. Gras ist mal wieder so hoch. Lol. Halborg unwichtig. Lux. Hoch, hochwertiges Eisen. Wichtig. Ah, ich hab's fest. Unwichtig. Erstmal. Erstmal. Obwohl es da ein richtig schönes Pferd gibt, ey. Echt? Hast du schon geguckt? Nee, ich meine dieses, kennst du dieses Pferd, was bemalt ist mit Knochen? Ach, ja, ja, das, doch. Das Rote oder das Weiße? Es gibt's in Rot, Weiß und Grün. Ja, deswegen. Also, ich weiß, dass meine Charaktere das so. Ein Charakter hat das Rote und einer hat das Weiße. Das Grüne habe ich leider noch nie bekommen. So, wir sind im Lager der Halborks. Lol. Aufgabengegenstand. Wehrloses Volk. Überbringt die Halskesse ihrem rechtmäßigen Besitzer. Okay. Wo ist denn das? Ja. Ach, feste Gurgut. Okay, dann können wir das erstmal ausblenden. Dann kommt das noch. Ja. Gut. Haha, die Relikte verschwinden wieder, war klar. Ach, oh, super, ey. Na, wir haben ja hier ein paar, viele. Ja, das ist wohl wahr. Ich weiß gerade nur nicht, wie viele Relikte wir brauchen. 10. Achso. Das geht ja. Boah, ich bin immer noch so voll müde, ey. Hammerhart. Essen ist eine tolle Idee. Ja, ne? Hab ich auch gedacht. Ich mit meinen über 2000 Moral. Die verschwinden. Ja. Natürlich. Okay, die Folge wird etwas länger dauern, alles klar. Ja. Ich schon fest hier, ey. Was mich allerdings interessieren würde, zählen die Halborks auch zu Orks oder nicht? Nee. Schade. Kannst ja gucken. Die zählen zwar zu Orksippe, aber sie gehören nicht zu dem nicht normalen. Also nicht zu der Tat. Das ist ja blöd. Ach, guck mal, hier stehen noch zwei. Fast dran vorbeigelaufen. Eine Truhe. Mhm. Au. Hier ist noch eine Handels, noch eine gestohlene Kiste. Sagen, bleibst du mal stehen. Haha. Wird bereits verwendet. Noch eine Truhe. Krass. Oh, ein Bund. Golderz. Haha. Ey, ist ja Frag. Du hast Almholz gehabt bekommen, das kannst du mir geben, dann können wir gleich tauschen. Echt, habe ich das gekriegt, Leute. Ja. Mach.
Da sind sie. Na, komm mal rein. LOL. Okay, das waren schon mal die Wächter. Die halten nichts aus. Alles Waschlappen. Warte mal, können wir kurz zusammen. Achso. Hier. Und was ja auch das hier. Das hier. Das habe ich, das habe ich. Na, das Eschen? Ja, gut, das Eschen. Ja, kannst du ja auch trotzdem nehmen. Vielleicht brauchst du es ja irgendwie mal noch durch irgendeinen blöden Zufall. Ja, hier, das kannst du auch machen, bitteschön. Jo. Gut, ich habe neue Tränke gekriegt, cool. Oh ja, ich auch, ich kann mal so feststelle. Direkt mal sammeln hier, ey. So. So, warte mal eben kurz. Mir ist nämlich übrigens letztens aufgefallen, dass ich tatsächlich. Ach, ich habe auch robuste Felle gekriegt, sehe ich gerade, aber die kann ich ja noch weiter sammeln. Dass ich letztens. Oder dass mir aufgefallen ist, dass ich tatsächlich noch nicht alle Felder habe hier. Ich kaufe die mir mal eben kurz nach. So, ich habe alle Kisten, also damit kommen wir uns jetzt schon mal nicht mehr im Wege. Das ist gut. Und ich habe jetzt alle Beutelfächer. Beutelfächer? Ja, mir haben ja noch zwei Reihen gefehlt. Ach, die hast du jetzt. Die habe ich mir jetzt gerade gekauft, ja. Jetzt habe ich noch 75 Turbine-Punkte. Naja, nee, ist doch gut. Ist doch gut. So. Mir fehlen jetzt noch Ziegenrelikte. Oh, ich sehe gerade, ich kann jetzt die Kette tragen, die du mir gemacht hast für Level 28. Ach, guck an. Was ist denn das? Ach so, altes Artefakt. 1 von 10. Wow. Ja, kann man ja einiges machen hier, ey, alter Schwede. Tränke ziehen wir mal hier rein. Aber was für viel, wie viel Stuff wir gekriegt haben in den zwei Folgen jetzt. Mal, wo müssen wir denn eigentlich lang? Muss ich hier runterspringen? Hier runter, ach, hier ja. Dazwischen geht's ja. Ja, normalerweise laufe ich vorne rein und laufe nicht hinten lang und dann. ja, ich laufe immer hinten lang. Keine Ahnung. Wenn man das erste Mal gemacht hat, macht man das immer wieder. Ja, siehst du, ich bin immer von vorne gekommen. Ich komme immer von vorne. Aha, okay. So genau wollen wir es nicht wissen. Ah, Quatsch, alles gut. So. Ich brauche noch 4 Relikte, dann habe ich alles hier. Und dann fehlt mir noch ein Lux. Du hast gerade ein Einmalrezept gekriegt, ein richtig geiles. Für mich. Das? Ja. Starke. Hast du das schon? Nee. Bleib mal stehen. Starke Überhose des irgendwas Gedöns. Süß. Ja. Die hier, ne? Genau. Huch! Oh, jetzt haben wir. LOL. Auch nicht schlecht. Geht ja auch, ne? Kann man ja mal machen. Ich wollte gerade sagen. Hä, warum gibst du mir das? Das brauchst du doch. Hä, war das nicht Harz? Nein, das war dunkler Schmied. Oh, Scheiße. Oh Mann, okay, alles klar. Ja, komm her. Oh, das ist schon für, ich sehe gerade, das ist für sogar für die Expertenstufe. Oh, geil. Hier. Lol. Ja, kann man sich schnell vertun. Wohl wahr. So, ich habe jetzt alle Relikte. Das ist gut. Ich nicht. Ich habe jetzt 2 von 10.
Ach du Scheiße. Und was ist mit den Handelsbündeln? Hast du die noch schon alle, fertig? Ja. Ah nee, warte, da fehlt noch eins. Aber das ist ja... Pili-Palle. So, hier hinten war, glaube ich, noch eins, genau. Da steht noch die letzte, das letzte ja. Bündel. Ja. Ja, und auf dem Weg nach draußen finden wir noch die letzten Relikte. Alles cool. Relikt auch noch ein Relikt, siehste. So, Bündel habe ich alle. Relikte habe ich jetzt hier die vorne. Hälfte. Genau. Ach, guck mal, da hinten habe ich eins übersehen. Warte. Ja. Speedy! Weil das habe ich gerade eingesammelt, deswegen war das weg, das jetzt gerade respawned. So. 7 von 10. Toppi. Ja, die anderen finden wir hier jetzt entweder, ja, hier. Es liegt noch eins. Da hinten liegt noch eins und dann zwei. Da unten müsste noch irgendwo eins liegen. Ne, hier hinten in der Ecke liegt noch eins. Hast du denn alle? Ich hab dann alle. Ah, exzellent. Wollen wir jetzt nur noch ein Lux. Für Fleisch und Fell. Genau. So, fertig, ich komme. Ich erscheine. Sehr gut. Knack. Beine gebrochen. Nein. Ja, ja. Snuggerbush. Den müssen wir später besiegen. Ja. Ja, ja. Ich glaube nicht wirklich viel. Nee, der hält nichts aus, ne? Ist da oben ein Lux? Nee. Den Krähbein, aber auch wichtig. 38 von 100 haben wir schon wieder. Was? Krähbein? Ja. Boah. Ja, besser als 120, ne? Aha. Das ist wohl wahr. Ach, die Luchse sieht man ja so leicht hier. Lalala. Halb Ork, wir brauchen eigentlich nicht mehr. Ich glaube, derjenige, der das wirklich hier die Landschaft schön gestaltet hat, der hat Mitleid mit den Luchsen. Können sich ja super gut tarnen. Ne? Da ist noch ein Krähbein. Halborg. Krähbein. Und noch einer. Wenn wir noch einmal durchs Nest, oder? Klar. Was war am Hammer? Wieder etwas gespawnt. Hochwertiges Eisen. Hallöchen, meine Lieben. Oh, hier steht eine Truhe. Fang mal an. Mach ich sofort. Du bist gerade beschäftigt. Dezent. Steht in die Truhe. Da hinten, hinter dem. Bist du quasi dran vorbei? Da hinten. Ach, da. Genau. Ich nehme mal das Eisen mit. Hier unten ist, glaube ich, noch ein Krähbein. Jawohl. Da ist auch noch einer. Und noch einer. Den da hinten meinst du? Ja. Läuft verfehlt. Ey, da greift mich an. So, was ist das da hinten? Noch ein Krähbein. Der ist jetzt allerdings auch Geschichte. Da vorne ist der letzte Lux. Boah, endlich. Jawoll. Manchmal hasse ich diese Aufgaben ja, ne? Dieses Töte und Finde und dann hat aber nicht jeder Lux was mit. Ja, gut, bei denen ist das aber so. Wir haben jeder immer was mit. Ja. Ja, das können wir jetzt auch aufsetzen. Wollte ich sagen.
Oh, hier sind. Da ist aber ein Krähbein. Da oben ist auch noch einer. Noch einer. Da hinten ist jetzt auch noch einer, aber da renne ich nicht hin. Ja, warte, ich habe einen Pfeil im Bogen. Ja, gut, ich kann auch mit 45 Meter da ran, aber ja, gut. Dann nehmen wir den halt noch mit. Zack. Genau. Wenn wir uns haben, haben wir's. Und später ist hier alles voll mit Krähbeinen und wir brauchen sie nicht mehr. Ja, ist einfach so. Wenn man sie nicht mehr braucht, sind sie öfters da, weißt du? Ja. Das ist immer so. Aber wenn man sie dann mal braucht, dann läuft hier noch einer mit rum, der die mit einsammelt. Ja, ja. Ja, genau. Gut, dass ich One-Hit mache, ey. Kann ich einfach so dran vorbeilaufen. Das brauchen wir nicht mehr. Dann setze ich jetzt auf. So. Da werden wir dann schon wieder im Lager der Egglein. Krass. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Das frage ich mich auch manchmal. Was benötigt ihr? Warum belästigt ihr mich? Verdientes Vertrauen. Bleibt und hört mich an. Sprecht mit Frederik, dem Ältesten an der Feste Gurut. Der ist aber in der Feste Gurut. Was manche Leute sich rausnehmen. Was manche Leute sich rausnehmen. Hat er bei mir auch gesagt. Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Die Waage reizen. Besiegt Waage in Nein in Need. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Na super. Oh, die Waage brauchen wir ja eh. Dann können wir ja gleich das Waaglager nochmal klären. Genau. Ich glaube nur, da sind keine 10. Das heißt, wir müssen nochmal ein bisschen weiter suchen. Ist ja nicht so wild. Auf dem Weg zur Feste Gurut werden wir auch noch ein paar finden. Das Witzige ist, hier nach der Aufgabe hat der noch eine Aufgabe. Ja, ich glaube sogar den Typi besiegen, den Wolfboss, ne? Waagboss. Ja, genau. Wolfboss. Na. 69 von 100. Knaf. Komm, nimm mal mit. Kommen wir diese Folge noch fertig. Dum, dum, dum. Wir sind wieder zwei. Ja, warum bleib ich eigentlich stehen? Ich häng mich mal nicht dran, ey. Jetzt bin ich faul. Ich bleib stehen, drück drauf, der zieht den Bogen, Vieh fällt um. Okay, gut. Lol, ja, ist klar. Jetzt greift es mich an, oder was? Mann! Da sind ja eindeutig noch zu schwach, ey. Ja. Sobald wir in Evendim sind oder spätestens in Moria, da wird's anders. Da mache ich nicht einfach wobei. Relativ. Ja. Hinten ist auch noch einer. Können wir gleich theoretisch nochmal durch Dingens Lager gehen. Krabbein Nest. Ja. Hallöchen meine Freunde, da sind wir wieder. So, 7 von 10 haben wir. 8 von 10. Ja, optimal. Sind aber fast 10. Ja. Ja, dann können wir eben einmal kurz nochmal durch das Krähbeinlager, dann wieder hierher und dann sind wir ja fertig. Eigentlich wohl, ja. Ja, es fehlen nicht mehr viele, 17 Stück Krähbein. Ja, die kriegen wir ja locker zusammen. Wieso?
Ich glaube, ich habe noch nie die Krähbein tatsächlich alle besiegt in den einsamen Landen mit keinem Charakter, weil es mir einfach zu blöd war. Ja, aber es waren damals auch ultra viele, bevor sie es so gesetzt haben. Da habe ich das auch nie gerne gemacht. Und Hamon, wir besiegen dich jetzt schon zum dritten Mal. Weg mit dir. Die Kiste ist auch wieder da. Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. Das ist für dich. Harz 4. Ach, Gold. Auch wieder da. Mach dem hier jetzt noch drei Stück. Die sollten ja hier hinten zu finden sein, jawohl. Komm, Hand. Ach nö, jetzt ist hier keiner, oder Ja, auf was? dem Weg zu dem Wagen finden wir bestimmt noch einen. Ich wollte gerade sagen. Aber Waage müssten wir doch eigentlich auch schon fast fertig haben, oder? Eine Waage haben wir jetzt mittelschwer. 23 von 100. Das ist aber auch okay. Das ist der letzte. Nee, gar nicht. Ja, Doch. fertig. Juhu. Das war Aufrichtigkeit. für dich, glaube ich, ne? Ich glaube, das habe ich sogar ausgerüstet. Lass mich mal kurz gucken. Auf welcher Levelstufe haben wir denn die alle Tugenden drinnen gehabt? Weiß ich gerade gar nicht. Oh, lol, mir fehlt eine. Ich habe eine vergessen reinzusetzen. Ja, genau das ist es. Ich habe nämlich schon alle drin. Habe ich mir dran gedacht. Ich habe gedacht, was jetzt auch Nee, ich gemacht habe nicht dran damals. gedacht, aber. Was nehme ich denn da? Scheiße. Hier ist noch ein Wag. Kommst du Ich mal? bin da. Spawn gerade wieder. Passt ja. Und dann können wir wieder zu ihm zurück. Ich hatte Tapferkeit die ganze Zeit gar nicht ausgerüstet drin. Echt Nee, nicht? habe ich jetzt eingesetzt. Guck mal, jetzt bin ich bei 2-3. Ja, aber auch nur durch den Dingens hier, durch den Buff, Ja, ne? ohne Buff wäre ich trotzdem bei über 2. Bei 2, ja klar, logisch, ne? 2-1. Optimal. Also so in 10 Leveln bist du bei 3 ungefähr. Ja, ist doch richtig gut. Das ist auch. Je mehr Leben, desto besser. Je mehr kannst du tanken. Genau. Also Ziel bis Moria 10.000. Nein. Nee, da bist du bei 5.000, 6.000 so Ja, ungefähr. 10.000 ist erst später. Ja, so ab Stufe 70, 80. Ich werde da gerade mal wahrscheinlich 6.000 haben ab Stufe 70. Ja. Bei Moria so 2 bis 3. Aber dafür hast du dann einen richtig bulligen Tank, Alter. Vor Ja, deiner Nase. ich kann den Schaden rauskloppen hier. Weil dann sind die Gegner ja ein bisschen stärker, vor allem dann ab dieser Zone, wo wir den berittenen Kampf haben, sind die etwas stärker. Richtig. Wie Wie unhöflich. unhöflich. Dürfte ich kurz mit dir Das sprechen? Rudel lockt Schattenpfote an und besiegt Ja, ihn. das ist klar. Ah, dann hätten wir ja schon wieder den nächsten Zwischenschritt zu Feste Gurut abgeschlossen, wa? Hammer geil. Fehlt nur noch das mit dem Zwerg und dann sind wir schon feste Das Gurut. stimmt. Lol. Ach, Bilwisse. Okay. Ach, guck mal, ein Krähbein. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Ja. War schön, das Gefühl zu haben, dass man sie jetzt nicht mehr braucht, ey. Auf jeden Fall. Dafür jetzt noch die Waage. Waage, Oh. Orks und das war's, glaube ich, sogar schon, ne? Trolle. Trolle.
Und dann noch die Sumpflaura. Oh, nein. Die hasse ich auch. Die Tata ist die einzigste, die ich wirklich verabscheue. Aber dafür brauchen wir nur 30 und nochmal 60. Ja, das ist also okay. Trolle sind echt cool eigentlich. Na, Trolle, da kannst du mal richtig tanken. Ach nö, dich wollte ich doch gar nicht. Madokasat. Ja, da oben schläft ja noch einer. Mhm. Jetzt nicht mehr. Oh, und der steht natürlich richtig kacke gerade da, der Wachmann. Jetzt nicht mehr. Da müsste gleich eigentlich aus dieser Richtung da kommen. Ja, da kommt er schon. Früher hat die Aufgabe gebackt. Das heißt, wenn dann, wenn du die mit einer Gruppe gemacht hast und alle haben gleichzeitig oder kurz nacheinander sich hingehockt und den angelockt, kam der fünfmal. Das war auch geil. Und da war der noch stärker. Oh, jetzt hat jeder von uns zwei Pfoten bekommen. Das ist eine aufgerichtete Teilung mal. Endlich. Genau. Ja, so ein Wag hat halt vier Pfoten, ne? Kriegt halt jeder zwei. Ist ja okay. Wären wir jetzt noch zwei Mitspieler gewesen, hätte jeder eine Pfote bekommen. Schattenpfote ist Pfote, alles klar. Doppelität besser. Pfote. Aber teuer so eine Pfote, wa? 5 Silber, 40 im Verkauf. Nicht schlecht. Die besseren Heiltränke kann ich leider verkaufen, ne? Nutze ich so gut wie nie. Ja, ich verkaufe die gleich der zweiten Stufe hier für minimale Stufe 15. Wir sind gleich mit Bekannten fertig bei der kleinen. Das ist optimal. Vom Ruf her. Ich bin zu dumm, die Treppe zu treffen. So. So. Damit sind wir hier am Eckleinlager fertig und reiten dann mal zu deinem Genossen weiter, wa? Radko Flinksilber. Zum Zwerg. Ja. Dann. Ein Wolf. Nein. Apropos Wölfe. Vierundvierzig. Cool. Hm, 30 von 100 schon, nicht schlecht. Na, guck mal. Hm? Beolfmark. Ja, genau. Das ist das. Ah, der läuft auch hier rum. So. Hallo Radko. Seid gegrüßt. Mürrische Zwerge. Wohl. Willkommen. Wir sammeln den Zwergenbanner ein. Rechten Zeit. Da ist es. Zwergenbanner. Wo bist du denn? Ich sammle hier das Zwergenbanner ein.
Okay, ganz schön weit weg. Sind überall. Du denn? Da! Kommt er angerannt. Ja. Angefläzt. Bloß so ein schwuler Krebein muss, hat gedacht so, ey, komm hier, du klaust mein Banner, dich greife ich mal an. GZ. Danke, die Pflicht eines Zwerges. Damit kümmern wir uns. Willkommen. Ihr kommt wahrlich. Feine Decklein. Ich grüße euch. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Bullshit. Nehmt das Medaillon des Gimmand auf zuerst an, okay? Bullshit. Bullshit, nur Scheiße. Mann, ey. Point Deckline, jawohl, Tat abgeschlossen. Tat verlieren, jawohl. Und Rufstatus gewinnt. Genau. Gesundheit. Okay. Hat jemand verschluckt. Verschluckt. Naja, dann sehen wir uns hier an dieser Stelle im nächsten Part wieder, liebe Freunde. Ja. Wir hoffen, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Feedback wäre schön. Von mir noch rein. Ciao, Leute. Euer Gendor. Von mir auch. Macht's gut. Euer Steinchen. Tschüss.